Sie können eine Menge tun, um Ihre eigene Resilienz zu stärken. Das Wort kommt eigentlich aus dem Lateinischen ursprünglich und heißt resiliere. Resiliere bedeutet abprallen, wieder in die ursprüngliche Form gehen, so eine gewisse Stabilität. Und es wurde dann übertragen auf die Materialkunde. In der Materialkunde heißt es, dass es, wenn ich ein Gummiband nehme zum Beispiel, ja, wenn ich das auseinanderziehe, dann gerät das unter Spannung und ich kann es, wenn ich wieder loslasse, geht es wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Das heißt also, dass es in der flexibel sein kann, aber wieder in die ursprüngliche Form zurückgehen kann. Und das hat man dann übernommen in der Psyche und oder in der Psychologie und in der Psychotherapie, indem man sagt, das ist für uns ein Beispiel, deshalb haben wir den Begriff so genannt, weil wir wollen ja auch wieder, dass die Menschen möglichst wieder in den Originalzustand, nämlich einen Zustand von Widerstandsfähigkeit, von Robustheit wieder zurückgehen können. Das heißt nicht, dass sie Spannungen schon ertragen und aushalten können, aber eben, dass das dann nicht ein Dauerzustand bleibt und sie krank werden, sondern dass sie wieder zurückgehen. Und dass sozusagen da eine Flexibilität ist und das nennen wir dann die Widerstandskraft der Seele, wenn diese Möglichkeit da ist, wieder in diesen Originalzustand zurückzugehen. Ja, am ehesten kann man es, glaube ich, festmachen an den, die sind ja auch, glaube ich, relativ bekannt, auch durch die Medien, die sogenannten 7 Säulen der Resilienz. Das sind zum einen Selbstbewusstsein. Das zweite ist Gefühlsstabilität. Das heißt, wenn eine belastende Situation kommt, dass ich dann nicht völlig ausraste oder völlig neben mir stehe, dass ich eine gewisse Gelassenheit haben kann, um damit umzugehen. Dann natürlich Optimismus. Das ist ein wichtiger Punkt, das kann man vielleicht am ehesten erklären, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Da gibt es die verschiedenen Perspektiven, die ich dann aufzeigen kann und natürlich arbeiten wir daran, mit dem Patienten zu sehen, dass das Glas halb voll ist. Also da geht es viel um Bewertung, ja? In dem Falle Optimismus. Also eine Zuversicht ist vielleicht auch ein Wort, was das noch ein bisschen erklärt oder erläutern kann. Dann gibt es den Begriff der Handlungssicherheit oder Handlungsoption. Das heißt also, wenn ich, es gibt das Beispiel, wenn ich mit dem cholerischen Vater eine Auseinandersetzung habe, bleibe ich dann da, so wie ich es kenne und halte das aus, weil er sich dann weiterhin mich anschreit zum Beispiel oder mich verurteilt oder mich abwertet und mir es dabei gar nicht gut geht. Oder gibt es eine andere Option, nämlich die einfachste wäre, ich gehe einfach aus der Tür raus, aus dem Raum und entziehe mich dieser negativen Energie, aber viele schaffen das nicht. Das heißt, diese Handlungskontrolle heißt dann in dem Falle, ich kann mir selbst sozusagen einen Weg wählen und behalte damit die Kontrolle und bin nicht ausgeliefert und manipuliert. Es gibt noch weitere Faktoren, die noch zur Ergänzung eine Rolle spielen. Das eine ist Realismus. Das hängt eng zusammen mit dem nächsten Punkt, der wird bezeichnet als Analysestärke. Ich nenne auch hier wieder ein Beispiel. Realismus könnte sein, wenn jemand sich auf eine Stelle bewirbt und eigentlich der Ehepartner sagt, überschätzt du dich nicht da total? Bist du dieser Stelle überhaupt gewachsen? Das heißt also, dass man realistisch für sich einschätzen kann, macht es Sinn, dass ich das mache an dieser Stelle oder ist das eigentlich eine völlige Fehleinschätzung? Das wäre ein Beispiel für Realismus. Und Analysestärke wäre, ich möchte eine Alpentour machen, 5 Tage, 3000er und bin ich überhaupt tatsächlich in der Lage, physisch tatsächlich bin ich in der Kondition, kann ich das machen? Muss ich da erst nochmal üben? Muss ich mir Kondition drauf schaffen? Also ist vielleicht ein bisschen profanes Beispiel, aber ich glaube, es macht deutlich, was Analysestärke bedeuten kann. Und es gibt noch einen letzten Punkt, das ist Kontaktfreude. Also das heißt die Möglichkeit, das ist ja sehr unterschiedlich ausgeprägt, inwieweit Menschen mit anderen Menschen in Kontakt gehen können. Dahinter verbirgt sich letzten Endes der weite Bereich soziale Beziehungen. Wir sind alle soziale Wesen und Einsamkeit und Isolierung ist, glaube ich, etwas, was üblicherweise nicht dazu beiträgt, die Resilienz zu stärken, während umgekehrt sehr wohl. Das heißt, wenn wir soziale Beziehungen aufnehmen können, pflegen können und damit auch garantieren können durch unseren eigenen Einfluss, dass wir stabile soziale Beziehungen haben, dann ist das ein wesentlicher Faktor für eine ausgeprägte Resilienz. Ich würde das vielleicht unterteilen, diese Frage, und zwar zum einen, was kann jemand selbst tun, also im Sinne von Selbstwirksamkeit und was können wir in der Klinik mit ihm tun oder mit der Patientin, die zu uns kommt.
Und ich würde vielleicht mit dem zweiten gerade anfangen. Also wenn jemand kommt zu uns und dann kommt er nicht primär, um mit uns Resilienz zu üben oder Resilienz zu erlernen, sondern die Resilienz ist sozusagen dann etwas, was entsteht dadurch, dass wir therapeutisch mit ihm arbeiten. Wir arbeiten ganz grundsätzlich daran, dass wir die Belastungen, mit denen Patienten kommen, wir haben das Bild, dass die einen Rucksack haben, in dem dann die Belastungen drin sind, und wir versuchen, den Rucksack leichter zu machen. Und wenn wir den leichter machen, dann kann man sich gut vorstellen, der Rucksack, also das Gewicht wird weniger und gleichzeitig steigt die Resilienz. Und dann lernen sie sozusagen über verschiedene Übungen, die wir machen können, über Aufarbeitung von Belastungen, über Bewusstwerden, Verstehen von Gefühlen, von Beziehungsmustern, die sie gelernt haben, lernen sie allmählich dann sozusagen ihre Resilienz zu stärken. Das heißt also in Situationen auch sich tatsächlich anders zu verhalten, sich wehren zu können, um es salopp auszudrücken. Ja? Und ihre Persönlichkeit innerlich auch sich zu stärken. Was den zweiten Punkt betrifft, die Selbstwirksamkeit, also was können Leute selber tun? Da gibt es natürlich eine Menge Dinge, die sie tun können. Also ganz profan angefangen erstmal über eine Selbstfürsorge. Das heißt, was kann ich tun? Ich kann versuchen, mir einen guten Tagesrhythmus zu machen. Ich kann versuchen, mich körperlich zu betätigen. Da gibt es die sogenannten Glückshormone, die werden ausgeschüttet. Und das kann ich dann sozusagen an dieser Weise, davon kann ich profitieren. Ich kann versuchen, mich bewusst zu ernähren, um da ein Bewusstsein auch für mich dann zu schaffen. Und ich kann versuchen, auch soziale Bindungen zu stärken, aufzubauen. Mir zum Beispiel, wenn ich da ein Defizit spüre, kann ich versuchen, in einen Verein zu gehen oder kann mich gesellschaftlich engagieren, kann ein Ehrenamt übernehmen, wenn ich schon in Rente bin und mir das Gefühl habe, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich habe gar keine Energie mehr, kann ich mir wieder eine Aufgabe suchen. Also gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, auch in den verschiedenen Lebensbereichen, wie ich Resilienz für mich selbst stärken kann.